Matthias Malmedy geht es nicht anders als anderen Autofreaks. Sein Verlangen nach Geschwindigkeit befriedigt er auch öfter mal vor dem Monitor. Also Freunde, eins ist klar, diese Computerspiele machen absolut süchtig. Was aber noch besser ist, ist die Realität. Das Problem daran ist nur, dass Sportwagen viel zu teuer sind. Aber es gibt ja Gott sei Dank den Gebrauchtwagenmarkt. Und deswegen machen wir uns heute auf die Suche nach meinen Top 3 der Sportwagen. Wir beginnen mit Sportwagenkrachern bis 30.000 Euro. Die Auswahl in diesem Preissegment ist groß. Matthias verschafft sich einen Überblick. Richtige Sportwagen auf dem Gebrauchtwagenmarkt fallen mir viele ein. Hier zum Beispiel Nissan 350Z. Schöner Sechszylinder, schöne Heckschleuder, macht richtig Laune. Oder auch der hier, Jaguar XK8. Ist auch ein schönes Auto mit 8 Zylinder. Aber es gibt einen, den finde ich noch viel besser als alles andere. Das ist das Z3 M Coupé. Und das ist der Herr Meister. Schönen guten Tag, Herr Meister. Hallo. Tagchen, hi. Stark, schnell und schrill. Das Z3 M Coupé ist kein Auto für jedermann. Sein Design polarisiert. Große Fensterflächen, lange Schnauze und ein gestrecktes Dach. Das macht den kompakten Bayern für die einen zum Shooting Brake Pionier und für die anderen zum rollenden Turnschuh. Der rein Sechszylinder aus dem M3 macht mit 321 PS mächtig Dampf. Und das farblich abgestimmte Interieur wirkt auch heute noch schick. Jetzt seien Sie mir bitte nicht böse, aber wie kommt so jemand wie Sie auf die Idee, sich so ein obergeniales Auto zu kaufen? Weil ich im Fernsehen den Coulthard gesehen habe, der mit dem Auto Donuts gemacht hat. Davon war ich beeindruckt und habe mir gedacht, so ein Auto muss ich auch haben. Okay, und machen Sie auch selber oft Donuts? Nee, mach nicht. Aber man weiß, es könnte gehen mit dem Fahrzeug. Es könnte gehen, genau. Und jetzt geht's. Also die Form ist ja absolut atemberaubend, finde ich. Dieser Turnschuh, das ist ein Klassiker mittlerweile. Ne? Und das Auto ist ja richtig selten. Motor können wir den mal angucken? Ja, gehen wir. Hubraum 3,2 Liter. Ja. Und da sieht man halt auch noch was, ne? Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lang rum, dann fahren wir einfach, oder? Ja. Kann ich gleich loslegen? Ich fahre erst einmal, zeige Ihnen die Strecke und dann können wir wechseln. Okay, alles gut. Ja. Mit den inserierten 21.700 Euro liegt dieses Z3 M Coupé von 1998 deutlich unter Matthias' Limit. Besitzer Wolfgang Meister achtet deswegen auch immer auf einen pfleglichen Umgang und fährt den Motor sorgsam warm. Matthias ist begeistert. Und das haben Sie jedes Mal gemacht, wenn Sie mit dem Auto gefahren sind? Ja, jedes Mal. Auf keinen Fall hochgedreht. Da tut mir der Motor leid. Das ist herrlich. Also von so jemandem kannst du so ein Auto bedenkenlos kaufen. Du weißt einfach, wenn du bei der Probefahrt neben ihm sitzt und er dreht das Ding nicht über 2,5, dann weißt du, dass er das ganze Leben gemacht hat. Und das ist einfach Gold wert für diesen Motor. Ja, ihn einfach warm fahren. Das muss man mit jedem Motor eigentlich machen. Und dann trifft Matthias den wunden Punkt von Wolfgang Meister. Sagen Sie, die Schramme vorne an der Frontschürze, wie ist das passiert? Das weiß ich gar nicht. Da muss meine Frau irgendwo an den Randstein hinkommen sein, dass da so Kratzer sind. Aber dass Sie das waren, ist ausgeschlossen? Ja, nein, ich war das nicht. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. So, Herr Meister, jetzt sind wir aus der 30er-Zone raus. Ja. Jetzt könnten wir doch mal tauschen, oder? Genau. So, da freue ich mich ja wirklich sehr drauf auf das Auto. Bei Herrn Meister ist die Freude anfangs allerdings noch etwas verhalten. Matthias gibt seinem Baby nämlich ordentlich die Sporen und lässt den Saugmotor frei atmen. Das ist grandios. Wir sind bei 2.500 Touren im dritten Gang. Ja? Und es geht sofort los. Du kannst ihn mit zwei Fingern fahren, ne? Der ist so leichtfüßig. Aber er fühlt sich nicht flatterhaft an, sondern einfach leichtfüßig. Du kannst ihn mit spitzer Hand führen hier durch die Kurven schnell. Der bricht nicht sofort aus. Das BMW M Coupé wurde lange unterschätzt, ist aber inzwischen auch bei Sammlern schon sehr beliebt. Typischer Sechszylinder BMW-Sound. Aber nicht laut, nicht aggressiv. Also im Vergleich zu heutigen Autos, wenn ich jetzt mal so einen Jaguar F-Type nehme, ne, da fallen dir ja fast die Ohren ab. Das ist auch schön. Aber das hier ist noch so ein bisschen gediegener. Ne?
Das ist was für die Geschichtshörbücher. Der 3M Coupé ist ein Auto, was ich immer schon mal haben wollte, immer schon mal fahren wollte. Ich bin ihn noch nicht gefahren, heute das erste Mal, und es ist einfach nur ein Traum. Der fühlt sich innen an, so wie er von außen aussieht, nämlich sehr sportlich, knackig und besonders. Der fährt wie ein Gedicht, wirklich die Lenkung leichtgängig, aber präzise. Der Heckantrieb 321 PS, das Ding geht vorwärts ohne Ende, wiegt nichts und macht einfach nur sau viel Laune. Das ist ein echter Geheimtipp. Ich glaube, dass er sich im Wert gut entwickeln wird, weil es nur ganz wenig von gebaut worden. Ich glaube 6.700 Stück oder sowas in der Art. Ja, und der wird steigen. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon in meine virtuelle Garage eingestellt. Und wir legen noch einen drauf. Jetzt kommen Sportwagenkracher bis maximal 50.000 Euro. Und hier hat Matthias einen echten Geheimtipp. Nein, es ist nicht der 911er der Baureihe 996 und 997, genauso wenig wie das M6 Coupé von BMW. Matthias ist ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Wir schauen uns jetzt so eine richtig schöne Turboflitsche namens Nissan GT-R an. So, Rudi, was hast Matthias, du uns da für ein Auto mitgebracht? Ja, ein Schmuckstück. Der sieht aus wie neu. Ja, das ist ja fast ein neues Auto. Ja? Das ist ein Ende 2009, ein Modell 2010. Okay. Mit sage und schreibe 9.800 Kilometer. Der Nissan GT-R ist die Speerspitze der japanischen Sportwagenzunft, leistet 485 PS, sprintet in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 und wiegt dabei ganze 1,7 Tonnen. Seinen Spitznamen Godzilla hat der vollschlanke Supersportler also nicht von ungefähr. Berühmt-berüchtigt sind die zahlreichen Anzeigen im PlayStation-Stil. Von Getriebeöltemperatur bis zum G-Kräftemesser. Wo hast du den hergekriegt? Das Auto habe ich in der Nähe von Prag gekauft. Von einem Multi. Der hat 16 Autos. Und den hat er schlichtweg vergessen, dass er den noch hat. Mein Limit ist ja so ein bisschen 50.000 Euro, habe ich mir ausgedacht. Ne? Kommen wir da hin, unter 50? Komm. Ja, komm. Das kommt, komm. Nein, es kommt drauf an. Du siehst das selber im Internet. Was kriegst du? Was kriegst du für 50.000 Euro? Kriegst du das Auto? Ich glaub, ja, bei dir schon, oder? Bei mir. Was machen wir? Ich würde sagen, wir machen eine kleine Probefahrt. Können wir machen. Machen wir. Okay. Schlüssel steckt. Darf ich sofort? Ja. Während der Nissan GT-R in vielen Ländern Kultstatus genießt, fristet der Fernostbomber hierzulande bislang noch ein Nischendasein. Dabei besitzt er mit Allrad und Biturbo beste Voraussetzungen, stets schnell und sicher unterwegs zu sein. Es gibt ja viele Leute, die das Auto unterschätzen. Die sagen immer ein bisschen so ein Mickey-Maus-Auto, ne? Aber wenn die mit dem Auto heute mal richtig fahren, dann sagt ja jeder, du, was die Japaner aus dem Auto gemacht haben, was die da gezaubert haben, ne? Das kann ja keiner. Alter, wie geht diese Karre? Das ist unfassbar. Du sitzt hier drin, du bist sauschnell, aber du bist auch mega entspannt. Also ich meine, das ist ja nicht stressig hier zu fahren. Allradantrieb, du beamst dich aus den Kurven raus. Eigentlich brauchst du mit dem Auto 3-4 Führerschein. Du musst da einen nach dem anderen abgeben. Neben der Fahrleistung ist Matthias auch von der Optik des Nissan GT-R angetan. Zeit für Männergespräche. Er sieht auch irgendwie geil aus, weil das, also der ist halt dieses Japanische, aber der ist so wuchtig, der ist wie so eine Wuchtbrumme. Rund, fest, kraftvoll, Sex pur. Ja, der Hintern alleine, finde ich, der ist so, boah, da hat man was zum Anfassen, ne? Matthias' Begeisterung wächst von Kurve zu Kurve. Rudi, das ist echt scheiße. Jetzt will ich so einen auch haben. Was hat jetzt dieser Ofen neu gekostet ungefähr? Das Auto hat ca. 92.000 Euro gekostet. 92. So, und jetzt steht er mit 50.000 hier. Jetzt steht er mit 52. Ja, ja, ist ja gut. Ja, 52,7. Aber er hat nur 10.000 Kilometer runter. Ja. Das ist doch eine Occasion. Das ist ein echt gutes Angebot. Das ist ein Geheimtipp. Doch auch bei einem vermeintlichen Schnäppchen wie dem 5 Jahre alten Nissan GT-R sind die laufenden Kosten nicht zu unterschätzen. Was ist jetzt, wenn ich mal so neue Reifen brauche? Ja, das sind spezielle Semi-Slicks Runflat. Da bist du mit 1700 dabei, nur die Gummis. Ne? Au! Ah,
aua, aua. Schmerzt ein bisschen. Ja. Von den Bremsklötzen will ich gar nicht reden. Wieso? Was kosten Bremsklötze? Nur die vorderen Bremsklötze kosten 600. Die hinteren liegen irgendwo bei 400, 450 sowas. Mit Scheiben aber? Ohne Scheiben. Was ist los? Letztendlich überwiegt aber bei Matthias die Begeisterung. Nissan GT-R, das ist ein Auto, was man einfach nur haben muss. Ja, also ich meine, in dieser Konfiguration, wie er jetzt hier steht, quasi Neuwagen, der hat 10.000 Kilometer gelaufen, kostet nur noch 50.000 Euro, also nur noch, in Anführungszeichen natürlich. Aber für so einen Bomber mit 500 PS fast, für 50.000 Euro als Neuwagen, wo kriegt man das? Das kriegst du nirgendwo. Das ist ein mega Schnäppchenangebot. Ich habe mich auf den ersten 50 Metern wieder neu verliebt, wie immer, wenn ich in solche Autos einsteige. Und ich will dieses Auto einfach nur haben. Und jetzt kommen wir zu den Sportwagenkrachern bis 80.000 Euro. So Leute, jetzt wird's richtig teuer. Jetzt greifen wir ganz oben ins Regal, wie Det sagen würde. Jetzt reden wir von echten Supersportwagen, zum Beispiel vom Schlager eines Ferrari F430 oder ein Lamborghini Gallardo. Aber wir lieben die Deutschen. Hier kommt der Audi R8 V10. So, und das ist schon der Thomas, der verkauft ihn für 79.900 Euro. Ist das richtig? Genau, richtig. Servus, und Matthias, hallo. Was kriege ich denn dafür? Du kriegst dafür ein Auto der Superlative, ein Traumwagen, 588 PS, mit MTM getuned, Auspuffanlage und Steuerungsgerät. Auch ohne Tuning ist der Audi R8 die absolute Krönung. Kennzeichen der leistungsstärksten Version sind ein verchromter Kühlergrill, größere Lufteinlässe und dicke Endrohre. Der bis zu 8.700 Umdrehungen drehende 10-Zylinder-Saugmotor ist eng verwandt mit dem des Lamborghini Gallardo. Und wegen immer strenger werdenden Abgasnormen einer der letzten seiner Art. Den Sprint auf 100 schafft dieser von MTM nachgeschärfte R8 in 3,3 Sekunden. Was hat er gelaufen? Gelaufen 27.000 Kilometer. 27.000 Kilometer? Der ist eigentlich neu. Ist eigentlich neu. Und neu hat er mal gekostet was? Neu hat er gekostet 184,5 plus Leistungssteigerung. Plus Steinschlagschutzfolie liegt man bei roundabout 193. Okay, also der hat? Er hat 110.000 Euro, sage ich mal, verloren. Wahnsinn. Ja, bisher. Den will ich gerne fahren. Viel Spaß, Schlüssel steckt. Schlüssel steckt. Kommst du mit? Ich komm mit. Okay. Eine Geldvernichtungsmaschine und eine Spaßbereitungsmaschine. Die Stimmgewalt der 588 PS im Heck sorgen für Gänsehaut. Das ist Audi, oder? R8 V10. Ja. Das ist die deutsche Perfektion. Die italienische Leidenschaft in dem Motor quasi ist ein Lamborghini-Motor. Weißt du eigentlich, was der verbraucht, so ungefähr? Also angegeben ist er mit knapp 14,5 Liter. Man kann ihn sicherlich auch einen Liter geringer fahren, aber dann wirklich, dann rollt er. Ja, ja. Also das ist ja auch nicht Sinn und Zweck eines solchen Autos. Das wollen wir nicht, genau. Genau. Wir wollen das hier. Genau. Ist einfach genial und es hat nichts von seiner Faszination verloren. Also ich meine, ich kenne das Auto ja nur neu. Ja? Wenn wir das von Audi kriegen, dann ist das Auto neu. Dann hat er es ja eingefahren, dann hat er 2.000, 3.000 Kilometer drauf und das Auto ist komplett neu. Und dieses Auto mit 30.000 Kilometern fühlt sich ganz, ganz, ganz genauso an. Matthias stellt sich die Frage aller Fragen. Könnte man bei so einem Boliden den Preis noch drücken? Sag mal, ist da noch ein bisschen Spielraum? Oder sagst du, nee, die 79,9, die will ich haben? Oder kann ich auch sagen, komm, wir machen 78,7? Also für 80 gebe ich ihn her. Okay, alles klar. Man muss ja auch realistisch bleiben. Das Auto ist wirklich noch viel wert und hat auch schon sehr viel Wert verloren. Das hat jetzt eine gute Wertstabilität erreicht und macht einfach Spaß, wie ich sehe. Kann ich bestätigen, ja. Der 10-Zylinder-Sound und das extrem schnell schaltende Getriebe machen süchtig. Matthias ist schon wieder am Hadern. Jetzt habe ich schon. Das ist jetzt heute das dritte Auto, was ich im Kopf schon kaufe. Weil so viel Geld, wie dieses Auto schon vernichtet hat, das kann es nicht mehr vernichten. Ja? Also Freunde, wir haben uns ja gefragt am Anfang der Sendung, okay, was sind die Top-Sportwagen-Schnäppchen auf dem Gebrauchtwagenmarkt mit richtigen Sportwagen?
Und ich muss leider sagen, in Relation gesehen ist dieser R8 die Oberbombe. Weil ich meine, der hat in 5 Jahren 100.000 Euro verloren. Und der steht da wie am ersten Tag. Innen, außen, Motor, Fahrwerk, Reifen. Die Folierung, der Lack ist da drunter wie neu. Ja? Da hat jemand investiert, da hat jemand nachgedacht, wie erhalte ich den Wert dieses Autos. Und der Wert des Autos ist noch da, aber der Geldwert ist nicht mehr da. Und das ist das Schöne für den Käufer. Und damit ist dieses ursprünglich fast 200.000 Euro teure Traumauto Matthias' absolute Nummer 1 der Sportwagen.